Wir sind auf einer anderen Insel! Nein! Verdammt! Oh Gott, nein! Hallo und herzlich willkommen hier auf Gomminger TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wie immer für euch am Start. Und ja, wir spielen, wie könnte es anders sein, heute wieder eine Runde Wildlands. Ja, und das haben wir letztes Mal gemacht. Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen ganz am Anfang am Gewächshaus wieder rumgebastelt. Das hat ja nicht ganz hingehauen, weil uns fehlte Sand. Da müssen wir auf jeden Fall noch weitermachen. Und ganz wichtig, was wir die meiste Zeit gemacht haben, wir waren auf Erkundung. Und da schauen wir kurz auf die Karte. Da haben wir hier so eine große Insel mit einem Antarktis-Binom. Ich nenne es jetzt mal Antarktis-Binom. Ich weiß nicht genau, wie es hier genannt wird. Gefunden, mit einer großen Höhle drin, wo wir jetzt noch nicht reingegangen waren, weil wir da nicht richtig reingekommen sind. Das holen wir auf jeden Fall noch nach. Und dann sind wir hier unten, haben wir noch eine Insel gefunden. Das heißt, wir haben jetzt 7 Inseln, glaube ich. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 Stück. Das heißt, wir haben schon mal mindestens 7 Inseln auf der Karte. Eigentlich mindestens 8, weil es fehlt ja noch unsere Startinsel. Und wir hatten ja gesagt, wir wollten dann hier mal auf Erkundung gehen. Ich habe dann mal die Nacht hier noch verbracht, also sprich, damit man auch was sieht. Nochmal gepennt. Und würde sagen, gehe jetzt mal mit euch so ein bisschen an Land. Und dann schauen wir mal, ob wir hier was anderes finden als Eisbären und Pinguine. Es schneit wie immer, also es ist ein bisschen, ja, man sieht nicht ganz so viel bei dem Schnee, aber das lässt sich leider nicht vermeiden, weil scheinbar schneit es hier immer. Naja, wenn es die Antarktis wäre, dann wäre das sinnig. Wir müssen mal sehen, dass wir ganz schnell an Land kommen, weil ihr seht schon, trotz der warmen Wollkleidung nehme ich hier Schaden. Also es ist wirklich richtig kalt und dann wollen wir mal gucken, was es hier so Nettes gibt außer Schnee. Da oben sind schon mal Pinguine, eine ganze Menge. Ah, was ist das da? Ist das ein Iglo? Könnte das ein Iglo sein oder sind das nur Felsen? Ne, das sind nur Felsen. Schade. Hallo, Mr. Pinguin. Watschel, 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 watschel. Die sind so dropsig. Ich würde ihn ja, ich bin ja eigentlich so ein bisschen neugierig, würde am liebsten gucken, ob man da ein Fell oder sowas rauskriegt, aber ich schlage keine kleinen, wehrlosen Wesen. Meistens jedenfalls. Also zumindest keine Pinguine. Ich werde euch den Gefallen nicht tun. Solange die mich nicht angreifen, werde ich sie nicht angreifen. Okay. So klein sieht das hier gar nicht aus, glaube ich. Auf jeden Fall scheint sie kleiner zu sein als die andere. Obwohl, oh, guck mal, das geht da noch ganz weit rüber. So klein ist das gar nicht. Das täuscht ein bisschen. Also es ist nicht so groß wie die andere, glaube ich. Aber auf jeden Fall auch nicht viel kleiner, so wie das aussieht. Ich habe noch keine Eisbären gesehen. Das ist schon mal gut. Brauchen wir uns um Bären keine Sorgen machen. Allerdings sehe ich auch sonst nicht viel, außer Schnee. Also, ne? Wenn man mal wieder eine Menge Schnee braucht. Oh, guckt mal, ganz viele Pinguine. Sehr schön. Happy Feet. Hey, die kommen sogar zu mir. Quack, quack. Ob man die wohl zähmen kann? Obwohl, ich weiß nicht. Ich meine, bei uns schneit zwar auch, aber ich glaube, das ist ein bisschen warm für die Jungs hier. Coole kleine Viecher. So. Da ist noch ein Berg. Und da hinten scheint auch ein großer Berg zu sein. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Berg hier. Also ich sehe hier nur wirklich, hier scheint es nichts zu geben in diesem Binom, ne? Tatsächlich so gar nichts. Außer Schnee, Pinguine und hier noch nicht mal Eisbären. Hier ist selbst den Eisbären zu kalt, wa? Boah, voll zerklüftet hier unten. Wow, wow, wow. Das ist cool, das ist ein Berg wie eine Bergkette. In klein. Da hinten ist ein Eisbär. Ha! Es gibt hier also doch auch Eisbären, also. Hätte mich auch gewundert. Und was ist das hier? Sieht aus wie so ein natürlicher Wall. WoW, Wars of the Leech King, oder wie hieß das? Da gab es doch auch diesen Eiswall, glaube ich, ne? Oder hier, Game of Thrones. Genau, das wird zwar. Als wenn hier mal einer... Also manchmal sind die Felsen so ein bisschen komisch, als wären die von Hand gebaut worden. Man weiß es nicht. Oh, da ist auch ein Eisbär. Der scheint da in so einer Senke zu sein. Ah, ist schon irgendwie cool gemacht. Da hinten scheinen auch kleinere Inseln zu sein. Mal gerade gucken. Ja. So klein ist die Insel hier gar nicht. Also ich glaube mal, die ist ungefähr so groß wie die andere. Das heißt, wir haben zwei große Schneeinseln. Jetzt da hinten war noch ein Berg, da wollte ich mal hoch. Aber hier scheint es wirklich nicht viel zu geben, oder? Also ich habe noch nichts... Oh, Eisbär! 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 Hilfe!
Er schlägt uns! Alter, zwei Herzen mit einem Schlag! Nein! Lauf, Forrest! Hilfe! Ich dachte ja, nein! Bitte nicht! Nein! Er hat uns gekillt! Oh mein Gott! Bitte lass uns auf dieser Insel spawnen! Oh nein! Wo sind wir? Oh! Shit! Seht ihr, Eisbären sind gefährlich. Ich hab's ja gesagt. Zwei Schläge. Der hat mich mit einem Schlag fast komplett platt gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein! Wir sind auf einer anderen Insel! Nein! Verdammt! Oh Gott, nein! Unser ganzes Zeug, unser Schiff! Alles flöten gegangen. Wo sind wir? Das ist unsere Startinsel, oder? Lecco mio, das ist jetzt nicht euer Ernst. Bitte nicht. Oh nein. Oh, das ist unsere Startinsel, glaube ich. Wir haben all unser Zeug verloren. Ah, verdammt. Oh nein. Was ist denn das hier? Grain. So Rohrkolben, oder? Ey, jetzt sag nicht nein. Ah, verdammt. Wir brauchen ein Schiff. Ein Schiff und eine Karte. Ganz dringend. Nein, verdammt. Da. Ja, das ist unsere Startinsel. Oh mein Gott. Wir haben unsere Startinsel wieder gefunden. Ja, super. Anders, als ich die gerne gefunden hätte, muss ich zugeben. Also, okay. Die können wir mal gleich kaputt machen hier. Wir haben noch die Schlüssel. Wieso haben wir noch die Schlüssel? Was ist das? Ich fühle mich vom Spiel irgendwie vernatzt, ganz ehrlich. Warum sind wir nicht auf der Insel? Ah, das gibt's doch nicht. Okay. Moment, aber wir haben hier ein Haus. Da ist die Wildschwein. Ja, okay. Wir müssen sie. Okay. Oh, Wolf. Nein, lass mich in Ruhe, Wolf. Nein! 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 Jetzt nicht! Aus! Aus! Ich habe jetzt keine Zeit mit euch zu spielen. Verdammt nochmal. Also schnell zu unserem Haus. Okay, wir brauchen einen Plan. Ich will auf jeden Fall mein Schiff wieder haben. Und ich will zu unserer Insel. Das geht ja mal gar nicht. Warum spawnen wir jetzt auf dieser Insel, während wir sonst immer auf einer anderen Insel gespawnt sind, wo wir uns befunden haben? Warum ist das so? Okay, sehen wir es positiv. Wenn ich jetzt eine Karte kriege, dann finden wir von hier aus. Aber das ist jetzt echt ätzend. Guck mal, kennt ihr das? Guck mal. Warum ist eigentlich die alles so grün? Seht ihr das auch? Wirkt alles so grün hier. Oh Mann. Ja, das ist ja mal äußerst ungünstig gelaufen. So, erstmal gucken, was wir hier. Dann finden wir zwar jetzt Gwibo, aber so wollte ich Gwibo eigentlich nicht wiederfinden. Mann, das ist ja echt ätzend. Ja, Leute. Warum ist alles so grün? Ich leg mich mal hin. Es ist immer noch grün. Irgendwas stimmt hier nicht. Wartet mal, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich musste mal gerade einmal aus dem Spiel gehen und wieder reingehen. Und jetzt ist die Farbe auch wieder gut. Irgendwie war das gerade ziemlich grün. Ich weiß nicht warum, was hier los war. Ich habe mal gerade einen kleinen Anzeigefehler. Okay, ich brauche was zu futtern. Oh Mensch, Leute. Ja, hallo Gwibo. Ah, da steht aber was zu essen. So, die essen wir jetzt erstmal. Einziger Vorteil hier ist, dass wir schon ein bisschen Ausrüstung haben. Es ist nicht viel, aber naja. So, die Cowboy-Stiefel an, Sombrero. Wir haben eine Laterne. Das ist gut. Ja, jetzt müssen wir uns schnell orientieren. Ich möchte auf jeden Fall. Es wäre äußerst unschön, wenn jetzt unser ganzes Zeug weg wäre. Ich hoffe nicht, dass das passiert ist, weil dann. Das wird mich doch übelst nerven gerade.
Muss man das ganze Zeug. Ich brauche jetzt im Moment keine Sumak-Samen oder so. Das ist jetzt alles Quatsch. Oh Leute, ich sag's euch. Das ist jetzt bitter. Das ist jetzt richtig bitter. Weil unser ganzes Zeug jetzt auf dieser Arktis-Insel liegt. Wir haben aber eine Karte. Das ist schon mal gut. Sollte das etwa unsere Karte sein? Das wäre natürlich spitze. Da gucken wir doch mal gleich drauf. Nein, sieht nicht so aus, oder? Doch! Ah! Ah! Wir haben eine Karte! Wir werden super! Und da unten sind wir gestorben. Und hier oben. Wo war's? Moment. So, jetzt gehen wir nochmal. Hier irgendwo ja. Da oben ist die Startinsel. Ganz woanders. Habe ich es nicht gesagt, hier oben können, aber das passt auch wie vor. Ah, okay. Perfekt. Wir finden auf jeden Fall zurück. Wir finden auch unser Schiff wieder. Super. So, dann wollen wir uns mal ganz schnell hier ausrüsten. Alles, was wir brauchen. Da brauchen wir nichts von. Wir brauchen ein Boot. Was braucht wir für das Boot? Das einfache Boot reicht mir. Boot. So. 20 Planken, 2 Loks, Nägel. Moment. Close haben wir. Wo sind die, wo war das Holz? So, Craft. 20 Planken. Ah, wir brauchen eine Säge, okay. Saw. Wir brauchen Iron. Und einen Hammer, okay. Hammer war... Rope, okay. Rope kriegen wir aber hin. So, Rope. Hammer. Was? Am Killen? Wie nochmal, wir brauchen da was für? Ach, ich wollte gerade sagen. So. So. Einmal Eisen. Wir haben Eisen. Ich bin mir ganz sicher, wir haben Eisen. Jetzt sag nicht, wir haben das ganze Eisen mitgenommen. Wir brauchen nur ein bisschen Eisen. Komm. Irgendwo muss doch noch Eisen sein. Ah, verdammt. Ich meine, okay, ist kein Problem. Eisen herzustellen. Haben wir hier noch drin? Nein. Haben wir auch kein Eisen mehr, ne? Da. Doch, da haben wir noch. Ah, guck mal hier, wir haben noch Eisen. Sehr gut. Also. Säge. Blacksmith. Alles klar. Ah, Moment, da brauchen wir diesen einen Bogen für. Oh. Rope, okay. Das muss jetzt schnell gehen. Keine Lust hier wieder, wie mein Zeug wieder haben. Was ist das denn? Achso, Guardian Armor, okay. So, jetzt gehen wir einmal auf Werkzeuge. Wo ist dieser hier? Bowdrill. Ein Stein. Eine Bark. Bark haben wir. Hat man noch irgendwo einen Stein? Das ist auch schon wieder was essen, sehe ich gerade. Okay, wir brauchen Stein. Ah, ein paar Beeren sammeln hier. Achso, ich hab schon gegessen. Okay, wir brauchen einen Stein. Ein einziger Stein. Hier wird doch irgendwo ein Stein rumfliegen. Ja, Leute, es ist ein bisschen ungünstig gelaufen, muss man einfach sagen. Ich sag's euch, auf die Bären ist auf. Warum sind wir jetzt auf unserer Insel hier oben gestartet? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Ist aber kein Problem. Dadurch, dass wir die Karte haben, finden wir auf jeden Fall zurück. Ja. Aber das ist, wie gesagt, es ist ein bisschen ungünstig, aber würde zu machen. Da ist ein Stein, sehr schön.
Das Heu nehmen wir gleich mit. Wir wissen ja, wofür wir es brauchen. So, Crafting. So, das ist der Bogen. Bow Duel Craft. Inventar. Wollen wir einmal hier drauflegen. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, in der Tat. Also hier einmal anschmeißen das Ganze. Achso, da müssen wir noch Fuel reinmachen. Dann brauchen wir. Haben wir hier noch Fuel drin irgendwo? Ich meine, ist kein Problem, Fuel kriegt man schnell. Vielleicht haben wir noch welches. Ja, hier 200 Stück, das soll ja wohl lang. Nehmen wir auch mal gerade. Ach Leute, nur wegen diesem dummen Eis. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Die ganze Zeit bin ich auf der Insel gelandet, wo ich am nächsten dran war. Oder aber auf der Insel. Was sollte ich jetzt machen? Nicht, dass ich was Falsches baue. Die Säge. Oder aber auf der Insel, wo wir quasi ja direkt gestorben sind. Warum sind wir diesmal nicht auf dieser Insel gestorben? Ich verstehe das nicht. Mal gleich ein paar Nägel machen. Na, jetzt gucke ich gerade mal. Boot, Boot, Boot. Da reicht jetzt das Kleine. Close brauchen wir noch. Drei Close brauchen wir. Okay, das kriegen wir aber hin. Moment. Haben wir hier irgendwie. Geht die Sucherei wieder los, ne? Haben wir hier zufällig in dieser Box. Was? Karotten? Nee, 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 nee. Okay. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen anderen Skill. Einen anderen Skin gewählt, versehentlich. Naja, egal. Macht nichts. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir ganz schnell ein bisschen was von dem Flachs finden. Weil Flachs gab es hier, das weiß ich. Wir brauchen 9 Stück. Eins. 2, 3, jetzt noch 6. 6 Stück wären noch gut. Also ich will mein Zeug wieder haben, auf jeden Fall. Ich hoffe, das Zeug ist nicht weg. Pass auf, Folgendes. Ich werde jetzt mal ganz schnell das Zeug zusammensammeln und dann sehen wir uns quasi wieder, wenn, ja, wenn ich das Boot gebaut habe. Ich sag mal bis gleich. So, da sind wir. Ich musste ein bisschen was machen in der Zwischenzeit. Ein paar Werkzeuge bauen und so, Sie kennen das. Aber wir haben ein Boot. Und wir haben noch einen Vorteil aus der Sache ziehen können. Wenn ich jetzt auf die Karte gucke, wir haben unsere Insel jetzt zumindest kartografisch erfasst. Das heißt, wir können jetzt erstmal runtersegeln und versuchen, zu unserer Heimatbase zu kommen, damit wir uns andere Klamotten anziehen können und dann wieder unser Schiff zu holen. Das heißt, ich will jetzt gar keine Zeit verlieren. Ich habe. Essen müsste genug da sein. Alles andere kann man nur was entsorgen. Ich werde mich jetzt hier reinsetzen. Und dann gib ihm. Das sollte wohl klappen. Vielleicht müssen wir einen Zwischenstopp machen. In der Tropeninsel. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir mal gucken. Aber das kriegen wir hin. So. Einmal hier gerade aufstehen. Die Richtung festlegen. Nee, wir müssen erstmal runter. Quasi nach da. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch nichts gefunden, weil nach da hinten scheint nichts mehr zu sein. Wir scheinen hier mehr am südlichen Ende der Karte zu sein. Mit der Startinsel. Ja, aber wir haben jetzt unsere Heimatinsel quasi wiedergefunden. Und das ist da oben. Das kriegen wir auch noch raus, was damit auf sich hat. Wir werden auf jeden Fall nochmal mit dem Schiff zurückkommen. Auf jeden Fall müsste ich sehen, dass wir unser Schiff erstmal organisieren. Und dann im Idealfall auch unser Zeug wieder kriegen. Das wäre ganz wichtig. Wir haben schon wieder Hunger. Njom, 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 njom. Njom, 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 njom. So, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich werde jetzt sehen, dass ich zu unserem Schiff komme und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind an unserer Heimatinsel. Ich muss mich jetzt aber ein bisschen beeilen. Also, wir sind eine ganze Ecke hochgereist. Ich zeige euch das später, weil ihr seht schon, ich friere. Ich muss jetzt ganz schnell zurück nach Hause. Und jetzt muss ich einmal kurz auf die Karte gucken. Wo? Ich bin nämlich unten angelegt, sehe ich gerade. Müssen wir ganz schnell zurück. Und dann müssen wir uns was Warmes anziehen als erstes. Und da werde ich jetzt hier uns erstmal ein paar warme Klamotten fertigen. Das müsste recht zügig gehen. Und dann mache ich mich auf den Weg, unser Zeug zurückzuholen.
Und dann melde ich mich bei euch wieder. Also, wenn ich wieder am Schiff bin, beziehungsweise. Oh, da ist Bruder Petz, Bruder Petz, Bruder. Okay, er ist weg, Gott sei Dank. Das hätte jetzt noch gefehlt. Sobald ich da wieder am Schiff bin und mein Zeug habe, melde ich mich dann bei euch wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder an der Insel, wo es uns dahin gerafft hat. Hier ist ein bisschen Zeit vergangen in der Zwischenzeit. Musste ein bisschen vorbereiten, hat etwas länger gedauert als geplant. Ich habe uns aber mal eine Armbrust gemacht und ungefähr 100 Pfeile. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir dem Eisbären nicht den Garaus machen können. Ich lege jetzt mal hier unten an. Zwischendurch hatte ich Angst, wir erfrieren. Wollen wir doch mal gucken, ob wir unsere Sachen nicht wiederfinden. Wer doch gelacht. So, dann legen wir mal hier an. Ja, genau so. Naja. Das Schiffchen werden wir wohl verlieren, denke ich. Wir haben relativ viel Glück mit dem Wetter. Jetzt muss ich einmal auf die Karte gucken. Da irgendwo muss das passiert sein. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wo wir hin müssen. Aber jetzt holen wir uns erstmal unser Zeug wieder. Das ist nämlich ganz wichtig. Haben wahrscheinlich da ein paar Sachen doppelt, aber das ist nicht so schlimm. Die kann man notfalls zerstören. Bisschen aufpassen vielleicht vorher. Da sind wieder die Pinguine. Ah, da kommt schon wieder so ein Bär. Möchte mich jetzt nicht mit allen möglichen Bären hier anlegen. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn wir gar keinen Bären beseitigen müssen, weil wir einfach so dran kommen. Aber da müssen wir mal abwarten. Ja, eigentlich wollte ich ja mit euch die Insel nur erkunden. Dass das jetzt so ausartet, das konnte ja keiner ahnen. Wir müssen ein bisschen hier rüber. Da oben ist auch wieder ein Bär. Es könnte der Bär sein, der uns erledigt hat. Weiß es nicht mehr. Wir müssen mal gucken, wenn wir unseren Stein finden. Alles gut, das muss hier irgendwo gewesen sein. Wir können gar nicht so weit weg sein. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wo, das ist das Problem. Ich hoffe, dass unsere Sachen noch da sind. Das wäre so die nächste Befürchtung, die ich ein bisschen habe. Wir müssen, glaube ich, mehr hier rüber. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Jetzt ist gutes Wetter, jetzt wäre gut, wenn wir die Sachen schnell finden. Weil wenn es stürmt, kriegen wir ein Problem, dann kriegen wir nämlich wieder Schaden. Ich sehe noch nichts. Nochmal ein Blick auf die Karte. Mehr darüber wahrscheinlich. Bin ich echt gespannt. Ich hoffe, wir finden unser Zeug wieder. Ich hoffe auch, dass das nicht despawned ist. Das wäre ganz fatal, weil wir ganz viel Zeug dabei hatten. Auf jeden Fall muss da dann auch ein Grabstein liegen. Da sind nur zwei Eisbären. Ey, das ist auch schon zu weit. Das muss hier irgendwo sein. Die Frage ist wo. Ich kann das hier nicht so gut erkennen. Da kommt nur der Bär. Ich weiß auch nicht, wo er uns erwischt hat. Am besten gehen wir mal ein bisschen höher, dann sehen wir mehr. Aber das wäre echt bitter, wenn die ganzen Sachen weg wären. I'm freezing, ja, das ist das Problem. Es ist kalt hier. Jetzt kriegen wir Schaden. Es muss hier irgendwo gewesen sein. Die Frage. Oh. So, jetzt will ich mal was. Ah, der kommt ange. Ah, ne, doch nicht. Doch, er kommt. Ach, da ist auch noch einer. Aha. Nicht schon wieder, Jungs.
Also die sind echt schnell. Da ist unser Zeug. Boah. Leute, Leute, das wird echt böse. Jetzt immer noch hinter uns her. Ich friere. Wir werden vom Bären gejagt. Ah! Hakenschlagen ist angesagt. Oh mein Gott. Was ein Krimi, Leute. Was ein Krimi. Die sind so schnell. Der lässt nicht locker. Zumindest wird uns nicht kalt. Haben wir unser Zeug gefunden? Jagt uns der Bär. Okay, der Bär hat abgelassen. Also Leute, das ist echt ein Krimi mit den Bären. Ihr habt es ja gesehen, die hauen ganz schön rein, wenn sie einen dann erwischen. So, der Bär ist jetzt schon mal da unten. Die Richtung ist aber gut. Dann wird das ausgerechnet jetzt dunkel. Also wir haben genug Pfeile. Das Problem ist, ich kann nicht schnell genug schießen für den. Weiß jetzt nicht, wo der zweite Bär ist. Der ist irgendwann hängen geblieben wahrscheinlich. Hoffe ich. Jetzt frieren wir wieder. Jetzt wird es auch noch dunkel. Das ist natürlich äußerst ungünstig. Was war da hinten? Leute, wir brauchen unsere Klamotten. Da liegen sie. Da ist der Eisbär, da auch. Der kommt jetzt hier rüber. So, jetzt heißt es dazwischen her schleichen. Ganz schnell. Ganz leise. Zeug nehmen, schnell, 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 alles nehmen. Komm, 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 komm. Ja. Schuhe, Hose, erstmal ganz schnell hier. Warme Klamotten an. Boah! Die können wir alle zerstören. Ah, wir haben unser Zeug. Leute, wir haben unser Zeug. Okay, jetzt folgendes. Schnell zum Schiff. Schnell zum Schiff. Wir haben unser Zeug wieder. Alles gut. Wir frieren nicht mehr. Jetzt bloß zum Schiff zurück. Das heißt, naja, wir hätten das Boot nehmen können, aber hey, das lassen wir da unten. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Aber es hat auch ein. Es hat jetzt, das hat uns jetzt ein bisschen zurückgeworfen, zeitlich. Ist aber nicht schlimm. Wir haben nämlich dafür etwas anderes Positives entdeckt am Ende. Wir wissen jetzt, wo unsere Startinsel ist. Das ist sehr schön. Wichtig ist, wir haben unser Zeug, wir müssen unser Schiff. Jetzt muss ich auf die Karte gucken. Oh, ich renne in die falsche Richtung. Ich muss darüber. Da kann ich unser Schiff lange suchen. Und wir wissen, wo die Startinsel ist. Das ist gut. Da können wir auf jeden Fall nochmal hin. Hier scheint nicht so viel zu geben. Ich werde jetzt nur noch mit dem Schiff rumfahren. Also auf die Bären, da muss man echt Acht geben. Bin mal gespannt, ob es da noch bessere Waffen gibt. Weil das Problem ist die Geschwindigkeit der Waffe einfach. Die ist jetzt nicht so schnelle. Ich habe aber noch was gesehen, nämlich was, was wir wahrscheinlich bauen können. Jetzt muss ich einmal, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, die Richtung ist grundsätzlich gut. Wir müssen mehr hier rüber. Da müssten wir jetzt. Ja, da ist unser Schiff. Ah, die MS Rotes Kraut. Wir haben sie wiedergefunden. Mann, Mann, Mann. Was ein Krimi. Leute, ich dachte schon, wir sehen dieses Schiff nie wieder. Da ist sie.
Die gute. Schnell an Bord, es ist eh Nacht. Und dann erstmal unser Zeug ausrüsten, wieder Kamin anschmeißen gleich. Meine Herren Länder, ich sag's euch. Das war ein Krimi jetzt. Also, ganz ehrlich, keine schönen Gebiete hier. So, jetzt machen wir erstmal den Ofen, jetzt haben wir kein Fuel. Natürlich, jetzt haben wir natürlich kein Fuel. Wie könnte es auch anders sein? Herrlich. Aber mir ist das jetzt total egal, ich bin glücklich. Wir haben unser Zeug wieder, das ist wichtig. Das ist sogar mega wichtig. Weil da hatte ich echt Bedenken, dass wir die Sachen nochmal wiedersehen. Jetzt wollte ich mal gerade gucken hier. Ich habe die Steinrüstung hatte ich mitgenommen, die können wir jetzt erstmal hier noch in die Truhe packen. Boah Leute, was ein Abenteuer, ich sag's euch. So, das haben wir. Sehr schön. Den können wir kaputt machen. Den brauchen wir nicht mehr. Den Soborin ist von der Startinsel gewesen. Ist egal, die können wir nochmal neu machen. Das ist mir jetzt total. Ich bin nur glücklich, dass ich unser Zeug wieder habe. Die Armbrust hier brauchen wir auch nicht mehr. Eine Armbrust reicht uns. Das kommt erstmal. Erstmal wieder das Inventar so ein bisschen richtig rücken. Den Bogen hatten wir mitgenommen. Ach so, warte mal, die Behälter nehmen. Das machen wir jetzt so. Die Behälter hatte ich, glaube ich, hier unten. Das hier können wir zerstören. Da brauchen wir nicht so viele von. Mann, Leute, ich sag's euch, was ein Krimi. Wir haben unser Zeug wieder, ist das nicht herrlich? Ich habe echt schon gedacht, das war's. Also, ich habe echt schon gedacht, Schiff weg, Zeug weg, aber nein, alles gut, passt wieder. Wir sind wieder am Start. Passt. Die können wir kaputt machen. Ja, egal. Das mache ich jetzt gleich in aller Ruhe. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Break, weil wir haben jetzt auf jeden Fall die halbe Stunde voll, da bin ich mir sicher. Wenn nicht ganz, ist auch nicht schlimm. Ich hatte eigentlich vor, heute mal nur 20 Minuten zu machen, eine kurze Folge. Aber ist egal, wir haben unser Zeug wieder, das ist wichtig, wir haben unser Schiff wieder. Wir haben, wenn wir auf die Karte gucken, jetzt die Möglichkeit, hier hoch zu reisen, hier ganz hoch. Hier ist unsere Startinsel, hier ganz oben. Das heißt, ich würde vermuten, aufgrund der Größe der Karte, dass es hier noch andere Inseln gibt. Ich meine auch, ich hätte bei der einen Insel was gesehen. Aber das sehen wir dann, ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen hoch. So, hier schön. Zack. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich, auch wenn das für mich jetzt mehr oder weniger Spaß war, sondern mehr Aufregung. Wir haben Gott sei Dank alles wieder hingekriegt, also alles gut. Beim nächsten Mal wären wir dann, denke ich, erstmal wieder zurück. Weil nach dem ganzen Abenteuer brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Oder wir fahren zur Startinsel, da bin ich mir noch nicht schlüssig. Aber eins von den beiden Sachen, auf jeden Fall in wärmere Gefilde, nicht immer in der Antarktis. Und sage ich mal, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ganz klar, wie immer. Lasst vielleicht ein Däumchen da oder einen Kommentar oder so, da freut man sich immer drüber. Und ansonsten, immer dran denken, Spaß ist, was du draus machst. Tschüss!